herzlich willkommen zu einem neuen Video bei unserem YouTube-Channel. Wie im letzten Video schon angekündigt, werde ich euch heute eine andere Variante für unseren Tauernrocken vorstellen. Und zwar machen wir ein Rezept für leckere Cracker. Die Cracker sind eine super Alternative zu zum Beispiel Chips, sind super einfach und extrem gut. Und zwar brauchen wir da nicht allzu viel Sachen, die man oft zu Hause hat, eben außer diesen Tauernrocken. Wir haben als Hauptmehl da unseren Tauernrocken herinnen, dann haben wir Öl, Butter, ein bisschen an Honig und einen Kümmel, gemahlen habe ich den reingeben. Man kann natürlich auch andere Gewürze reingeben, zum Beispiel Brotklee oder einfach Brotgewürz. Und dann haben wir noch ein bisschen eine Hefe. Natürlich darf der Sauerteig nicht fehlen, den habe ich gestern schon angesetzt und jetzt werden wir das alles miteinander mischen. Zuerst geben wir mal das Wasser rein und dann kann das Mehl gar nicht so weit runter sinken und man hat zum Schluss keine Mehlnester drinnen. Dann geben wir die restlichen Zutaten rein. Gut, und schlussendlich wiegen wir uns nur die 75 Gramm Sauerteig rein. Ich habe ein bisschen mehr angesetzt, weil es doch eine relativ kleine Menge ist, aber es ist eh nicht schlecht, wenn man was auf der Seite hat. Gut, nach etwa 5 Minuten sind wir fertig. Händisch kann man da ruhig so 8 Minuten, vielleicht sogar 10 Minuten kneten. Es wird einfach so ein geschmeidiger Teig. Zeige ich das da. Dann holen wir uns raus, wirken den ein bisschen rund und geben den dann zum Ruhen in eine Schüssel zurück, decken den ab und nach einer halben Stunde in etwa werden wir weiterarbeiten. So, nach ungefähr 30 Minuten werden wir den Teig jetzt in 4 Kugeln teilen. Ungefähr gleich groß, aber muss man nicht abwiegen. Ein bisschen rund formen. Dass das dann nicht irgendeine Form wird, obwohl es auch egal wäre, weil sie sowieso anschließend gebrochen werden. Und mit unserem Rocken 500, unserem normalen Staubmehl, rollen wir die jetzt hauchdünn aus. Alle 4 fertig ausgerollt, werden wir die jetzt bestreichen, einfach mit Wasser, dass erstens die nicht austrocknen, wenn die jetzt da nur 20 Minuten herumliegen und dass die Saaten natürlich auch gut halten. Wenn die gut befeuchtet sind, geben wir eben unsere Saaten drauf. Ihr habt dazu eine Saatenmischung aus Sonnenblumenkernen, Mohn, Sesam, ein bisschen Streusalz auch. Der Teig selber ist eher wenig gesalzen, weil man davon ausgeht, dass eben Streusalz nochmal raufkommt. Aber wenn man das nicht haben will, kann man natürlich eine Prise Salz mehr in den Teig schon geben. Man kann da natürlich irgendwelche Kräuter eben dazu geben, zum Beispiel Oregano oder Thymian, Rosmarin. Man kann auch so Tomatenflocken draufgeben, also alles, was trocken ist, einfach reingeben. Wir werden die jetzt noch 20 Minuten ungefähr hier liegen lassen. Die müssen noch ganz kurz ruhen und in der Zwischenzeit werden wir den Ofen gleich vorheizen und dann geben wir die in den Ofen. Wenn die Saaten dann nur so oben aufliegen und man irgendwie Angst hat, dass wenn man das dann bricht, alles irgendwie runterfällt, kann man die nochmal leicht fixieren, einfach mit dem Nudelholz drüber gehen und die ganz leicht in den Teig reindrücken. Nach 20 Minuten werden wir das jetzt nochmal leicht einstechen. Einfach mit der Gabel so drüber gehen, dass die nicht irre aufgeht und dass das Gärgas irgendwo ein wenig entweichen kann. So, jetzt geben wir das in unsere vorgeheizten Öfen und zwar 180 Grad. Einfach aufs Blech geben und dann mit etwas Schwaden, ganz leicht, ins unsere Blech. Ungefähr 15 Minuten backen und dann geben wir die raus. Nach 15-20 Minuten sind unsere Cracker fertig. Ich hole die mal raus.
Leicht überkühlt können wir die jetzt in größere und kleinere Stücke teilen. Das sind unsere Cracker. Viel Spaß beim Nachmachen. Wie immer das Rezept in der Infobox. Ihr könnt die natürlich auch gerne als Mitbringsel verpacken, einfach herschenken, beziehungsweise ihr könnt sie selber snacken mit irgendwelchen Dips und Oliven oder andere Antipasti. Oh yeah! Das ist schon lecker. Und? Amazing.